Brookies sind eine Mischung aus weichem Brownie und knusprigen Cookie. Ziemlich sündhaft, aber auch ziemlich lecker. Für die Brownie-Masse benötigt ihr Zartbitterschokolade, Butter, Mehl, Eier, Zucker, Salz und grob gehackte Walnüsse. Und für den leckeren Cookie-Teig braucht ihr Mehl, braunen Zucker oder Rohrzucker, backfeste Schokotropfen, zimmerwarme Butter, Ei, Vanillezucker, Backpulver und Salz. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Wir starten mit der Brownie-Masse. Dazu werden die Zartbitterschokolade und die Butter über einem heißen Wasserbad geschmolzen. In einer anderen Schüssel werden die Eier mit Salz und Zucker cremig aufgeschlagen. Und anschließend die Schokomasse dazugegeben und gut untergerührt. Außerdem kommen noch das Mehl und die grob gehackten Walnüsse dazu. So kann die Masse dann schon mal in eine leicht gefettete und mit Backpapier ausgelegte Brownieform gefüllt und zur Seite gestellt werden. Dann geht's mit dem Cookie-Teig weiter. Dazu werden die Butter und der braune Zucker oder Rohrzucker cremig gerührt und anschließend das Ei dazugegeben. Außerdem kommt noch der Vanillezucker dazu. In einer anderen Schüssel wird das Mehl mit dem Salz und dem Backpulver vermischt und anschließend mit der Butterzuckermasse verknetet. Ganz zum Schluss kommen noch die Schokotropfen dazu und der Teig kann vorsichtig auf der Brownie-Masse verteilt werden. Ist das geschafft, kommt das Ganze für ca. 40 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Nach dem Backen sieht das Ganze etwa so aus. Bevor der Kuchen in Stücke geschnitten werden kann, sollte er allerdings komplett auskühlen, da er im warmen Zustand sehr schnell auseinanderfällt. Und wenn es endlich soweit ist, kann das Ganze in kleine Quadrate geschnitten und vernascht werden.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr die Rezepte ausprobiert, würden wir uns riesig über Bilder auf Facebook freuen. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zusehen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.